Die da löten. Ja, das Bild, die Schrift ist spiegelverkehrt. Nichts bei denken, das habe ich aus Versehen so gemacht. So kann man da drauf. Müsste man sehen können. Den Kram möchte ich löten. Da kommt ein IC drauf. Das ist nicht groß. Brauche ich welche Pinzette? Die Pinzette brauche ich mal. So, das IC habe ich hier. Wenn es denn noch da drin ist. Ja, das ist da noch. Das Ding da. Das würde darauf kommen. Und zwar ist das Dingens. So. Soll ich das probieren? Muss ich aber gleich mal bei Keycard gucken, wegen dem Pin 1, wo der war. Ich glaube, Pin 1 war hier unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? Ja. 8, 9, 10, das sind 28 Pins. Und hier unten, ja. 1 und 2. Pin 3 ist Masse. War das so rum? Okay, wäre da in der Ecke Pin 1, das heißt, das IC kommt na komm her. Ja, es wäre jetzt, das ist für mich jetzt hier ein Digital-Oszilloskop, Mikroskop. Das kommt da so oft in die Richtung da so hin. Kommt nicht dich da mal so hin. So. So würde das da drauf kommen. So. Ihr habt ja schon gesehen, was es wird. Wenn ihr dann Spiegelschrift kennt, dann müsst ihr das lesen können. Was es genau sein soll. Und zwar seriell zu USB. Also wollen wir das löten, ja? Soll ich das mal versuchen? Ich würde es mit Heißluft versuchen, aber das wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Das heißt, ich müsste mir jetzt mal ein Pin verzinnen. Ich müsste es mit Heißluft machen. Verdammte Axt. Und dann brauche ich trotzdem das Licht. Das brauche ich schon. Das ist ja. Und dann brauche ich eigentlich. Müsste ich das Ding schief setzen, damit ich da was sehen kann. Eigentlich brauche ich ein Mikroskop dazu, ganz ehrlich. Weil normalerweise müsste ich das jetzt so sehen können, damit ich das auch richtig positioniert kriege. Ja, Kamera, du kannst das nicht. Dass ich das auch richtig positioniert kriege. Frage, wieso selber bauen? Weil es das, so wie es hier ist. So wie es hier ist. Nicht zu kaufen gibt. Gibt es nicht. Darum selber bauen. Und zwar, wofür ist das? Ja, kann ich sogar rausziehen. Ich habe es ja mal gezeigt für den hier, und zwar ist ja jetzt hier hinten diese Dings dran, ne? Da mache ich einen externen Serial USB Konverter Dingens dran und kann dann PC verbinden, aber die Platine, die ich dann nachher da drauf setze, wird dann recht direkt verbunden mit USB, dass das in auf dem Ding drauf ist. Gibt es so nicht zu kaufen. Es gibt auch nicht. Normalerweise werden die Dinger mit Bluetooth ausgeliefert. Bluetooth seriell zu oder seriell zu Bluetooth Comport.
Ich habe ja gedacht, ich habe den mit Bluetooth gekauft. Habe ich aber nicht. Und ich habe auch geguckt, Bluetooth-Modul dafür extra einzeln gibt es auch nicht. Komischerweise. Es gibt zwar die Bluetooth-Module in allen möglichen Arten. Hätte ich mir auch eine Platine hier ätzen müssen, hätte ich das Bluetooth-Modul drauflegen müssen, hätte ich dann, das ist auch schon auf Platine, mit Platine dann anlöten müssen. Aber dann ganz genau die Pads, die hier sind, da sind so Federkontakte, die dann da drauf drücken, dann haben müssen. Und habe ich gedacht, die fünf Bauteile, die hier drauf sind, das ist bloß das IC. Da sitzt das IC drauf. Hier der Mini, ich habe ein Mini-USB genommen, nicht Micro-USB. Mini-USB habe ich sogar hier liegen. Wo ist der? Ein Mini-USB. Wenn ihr noch wisst, was Mini ist, das ist Mini. Mini-USB, der kommt da drauf. Zwei Kondensatoren ist hier mal einer und ist ein Kondensator. Nee. Moment, irgendwas passt hier gerade nicht. Ein Kondensator. Achso, noch ein Kondensator und das ist bloß eine 0-Ohm-Brücke. Das war's. Ja, das sind ist bloß das IC, zwei Kondensatoren und ein USB-Anschluss und dann eben die Kabel auf das Ding und fertig. Ich habe bloß 0 Ohm 0805 hier drin, damit ich mit dem Ding hier durchkomme, weil gibt keine Möglichkeit, da sonst irgendwie hinzukommen. Ich hätte jetzt eine zweiseitige Platine machen können, wollte ich aber nicht. Die andere Seite ist noch voll Kupfer, die habe ich voll, die habe ich noch da gelassen, das habe ich nicht weggeätzt. Das ist bloß da oben so ein bisschen was weggeätzt, das wird aber weggeschnitten. Das ist die schräge Ecke. Und da unten ist ein bisschen was weggeätzt, das wird auch weggeschnitten. So, aber IC da drauf. Große Frage, wie kriege ich das hin? Ohne Mikroskop ist das wirklich scheiße. Und ein richtiges schönes Mikroskop. Muss ich noch mal gucken, wäre für mich eigentlich das Dings hier, wo ist das Teil? Das Ding. Das wäre jetzt eigentlich so relativ ideal gewesen dafür, aber eben bei diesen Anbietern. Ach, ich muss ja auch in der Webseite rein, nicht da. 225 Euro. Weil das ist halt ein direktes Stereo-Gedöns und ja. Das wäre eigentlich schon fast schon perfekt. Es gibt noch andere, die sind günstiger, aber ich weiß nicht, wie die sind. Da ist dann für Objektträger hier unten auf der Basisplatte hier unten, dafür Objektträger. Aber die, ich weiß nicht, wie die sind, ob die wirklich dafür geeignet sind. Das hier ist schon eher geeignet für sowas, weil das ist von ja, 10 bis 20 Mal oder maximale Vergrößerung 20-fach. Eigentlich hatte ich mal, nein, nicht ich, aber wo ich gearbeitet habe, die hatten ein schönes Mikroskop gehabt. Oh, von 5 Mal bis 50-fache Vergrößerung konntest du schön, da gab es so einen schönen Zoom-Einsteller. Konntest du richtig schön mit arbeiten. Das war richtig herrlich. Aber das Ding kostet auch so viel wie ein Kleinwagen. Also im zweistelligen Tausenderbereich. Aber das wollte ich auch mal zeigen. Also das wäre in dem Sinne, was ich eigentlich brauchen könnte. Hier, da 77 Euro. Ich weiß nicht, wie das hier im Endeffekt nachher ist. Zehnfach, 25 Watt. Zweimal mal 10 sind 20-fache Vergrößerung. 20-fach ist okay, aber ich weiß nicht,
ob das im Großen und Ganzen so funktioniert. Gut, das Geld habe ich im Moment auch nicht, muss ich jetzt eigentlich mal so sagen. Eigentlich vorfetzen die Pads und dann mit Heißluft eigentlich. So. Erstmal ein bisschen verzinnen, das ist jetzt der Kurzschluss. Mach dich sauber da. Kann man da was erkennen? Weiß ich nicht. Die müsste noch mal wieder leer werden. Aber so passt das. Aber das mittlere Pad müsste ich noch mal wieder absaugen. Aber womit? Wo ist wieder meine Entlötglitze hin? Also ich habe hier so einen Kupferdraht genommen. Geht das auch? Was anderes ist ja Entlötglitze auch nicht. So, wie kriegen wir jetzt das IC da drauf, ohne dass wir uns da großartig Gedanken machen müssen? Eigentlich doch Heißluft, also doch die Heißluft rauspulen. So, ich kann euch nicht versprechen, ob ich euch das mit der Heißluft zeigen kann. Ob ihr da was seht, das kann ich euch jetzt nicht versprechen. Sehe nichts. Zu wenig Licht. Zu wenig Licht auf meiner Seite. So, jetzt brauche ich meine Lupe. Muss mal mit der Lupe gucken. Ja, ist noch heiß. Sieht gut aus. Oh, Licht. Meine Fresse, ich brauche hier wirklich noch irgendwie weiß ich nicht, Flakscheinwerfer oder was. So, wie siehst du aus? Also die Seite ist gut gelötet, die Seite ist gelötet. Die Seite ist gelötet. Keine Kurzschlüsse. Die Seite ist gelötet, keine Kurzschlüsse zu erkennen. So, wie sieht das hier auf der Leiterbahnseite aus? Keine Kurzschlüsse drauf. Und jetzt wird mal mit dem Piepser gepiepst. Ob das piepst. Also, oh, mal gucken. Wieso piepst du so komisch? Hallo? Du solltest eigentlich sofort piepsen. Ach, na gut. So, Matze, RXTX irgendeiner? Nö. Nö. Haben wir da noch einen? Nö. Der sollte piepsen. Ja, der piepst auch. Ja, ist gut. Da sollte er nicht piepsen. Der sollte auch nicht piepsen. Der sollte nicht piepsen. Und
Der sollte auch nicht piepsen. Der sollte auch nicht dazwischen piepsen. Der soll auch nicht dazwischen piepsen. Auch der sollte da nicht piepsen. Ja, das ist klar. Also er piepst nicht. Sieht nicht so aus, als wenn das piepst. Nee. Gut, piepst nicht. Wunderbar. Ah, Bohrer abgebrochen. Ah, scheiße. Das war der 08er und den brauche ich doch. Ah Mann, na egal, kaufe ich mir das Ding nochmal neu. Scheiß ich drauf. Ein Millimeter. Ich habe noch andere. Warum bricht der denn jetzt ab? Ich habe doch nur... Normalerweise sollten sie nicht abbrechen. Alles nur wegen euch. Ah, ihr schuld. Jetzt mal weiß ich Bescheid, dann habe ich die anderen Bohrer. Nur für die Maschine und nicht für die Hand. Wenn wir die hier abbrechen, ist mir das egal. So, warum muss ich die bohren? Weil die USB-Buchse hat da so zwei Nüpsis. Da so zwei Kunststoff-Nüpsi. Ja, sicher seid ihr schuld. Immer die anderen. Ich bin nie schuld. Schuld seid ihr. Dafür kriege ich jetzt neue Bohrer. Sind auf der Wunschliste drauf. Seht zu. Hopp, hopp. Passt. So kommt der da drauf. Aber bevor ich den da auflöten kann, muss ich erstmal die Platine zurecht schnibbeln. Weil da sauber vorbeischnibbeln, das wird nichts. Ich war's nicht. Genau derjenige war's. Gleich derjenige, der schreit, ich war's nicht. Der war's auf alle Fälle. Der ist schuld. Ja, das sind mir die richtigen. Immer sagen, ich war es nicht und dann schuld sein. So, den USB anlöten. Schüttel, schüttel, schüttel. Heizt du auf? Ja, er heizt auf. Ja, ich muss erst meinen Lötkolben schütteln, bis ich löten kann. So, dann... Sollst da oben drauf löten. So soll das funktionieren. So ist das gut. Lötstockmaske. Das ist was für Weicheier. Das geht auch ohne. Ich könnte ja eine ausdrucken. Und auflöten. Aufbügeln, aber na. Ja, das seht ihr jetzt leider nicht so. Ja, das Kurzschluss. Das kriegen wir gleich weg.
richtig sauber da. Da ist ein bisschen Kurzschluss drauf. So, Lötspitze ist nicht zu fein. Die ist gerade richtig, wenn nicht gerade sogar noch ein bisschen zu grob. Ist egal. Viel hilft viel. Ne. Ne. Der sich jetzt nach unten runter geschoben, der Kurzschluss. Wo ist jetzt die Blüte? Da. Er hat sich natürlich da direkt untergeschoben. War ja klar. War ja klar. Aber dich kriege ich da raus. Ich habe hier Bleistiftspitz, ja, aber dieses Mini-Ding, die Hitze, die passt schon. Du musst bloß löten können. Wenn man nicht löten kann, nimmt man ja grob schlechtiges Werkzeug. Wo ist jetzt die Lupe hin? Da. Ne, die Spitze ist schon gut so, weil ich mit der auch gleich unter die Pins runterkomme. Und das ist genau das, was ich musste, weil es ist wunderbar gelötet, kein Kurzschluss, nix. Ich hoffe, man kann es nachher erkennen. Oder auch nicht. Kamera, stell doch mal scharf. Ne. So. Also mit ne. Ja, also da mit der dicken Spitze. Wo habe ich die denn? Hier. Komme ich nicht unter. Da komme ich nicht sauber unter. Deswegen, ich muss mit der Spitze unter dem Metall hier kommen, um an die Kontakte zu kommen. Darum eben die feine Spitze. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, oder? So, das war... Das ist doof. Ganz ehrlich, es gibt noch viel feinere Spitzen. Das sind dann richtige Nadeln. Und die kann man auch für einige Sachen sehr gut brauchen. So, jetzt brauche ich die Widerstände. So, das haben wir drauf. Jetzt noch einmal kurz mit der Lupe. So. Piepser, nochmal piepsen. Gut. So. Der nach da, nach da. Der dazwischen? Nein. Das ist Masse. Das geht da. Ja, ist gut. Passt. Passt. Wunderbar. So. Mini-USB-Kabel nehmen, einstecken, gucken, ob es raucht.
So. Silicon Labs CB USB to UART kommen. Komm, 4, es funktioniert. Ja, wunderbar. Jetzt muss es nur noch mit dem Ding hier zusammen funktionieren. So, wie machen wir das jetzt aber am blödesten? Weil ich weiß jetzt nicht, wo RX und wo TX liegt. Mal weg. Mach weg. So. Ach ne, Keycard hatte ich da schon. So. Der TX ist in der Mitte. Und RX ist außen. Okay. Es passt natürlich mal wieder nicht da drauf. Die USB-Buchse ist zu hoch und der eine Pin stört mich da. Oh. Was? Hast du was abgekriegt? Ja. Das war nicht mit Absicht. Das sollte mit Unabsicht sein. Mhm. Ja, was? Es war klar, dass die Bohrungen natürlich nicht passen. Warum? Da muss ich doch Micro-USB? Verdammt, hier muss ich doch Micro-USB nehmen. Mini-USB geht nicht, der ist zu hoch. Das doch aber ausgemessen. Habe ich mich denn so vermessen? Ja gut, das ist ein knapper halber Millimeter. Oh, guck mal hier, das ist noch nicht mal ein halber Millimeter, der da. Wo ist denn das da? Das ist noch nicht mal ein halber Millimeter. Aber ich habe den Widerstand nicht mit einberechnet und den Clips hier. Aber so von dem haut es hin, ne? TX hatte ich gesagt, ist in der Mitte, also muss ich RX und TX. Habe ich jetzt noch irgendwo ein Stück Kabel? Nö. Gut. Ich habe das extra so gemacht, dass es da so da drinnen liegt. Und eventuell die noch mit oben drauf. Dass das so ein Sandwich wird und dass das da so drinnen liegt. Da muss ich doch Micro-USB nehmen. Das ist aber wie bei 3D-Druck. Der erste passt eigentlich auch nie so wirklich hundertprozentig. Dann ist man nochmal am Nacharbeiten und der zweite, der passt dann meistens. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Schrauben und solche Unterlegscheiben habe ich nicht. Ja, Unterlegscheiben aus Kunststoff und dann Gewindehülsen unter den, ja, könnte ich machen, das geht natürlich auch. Bisschen was aus Kunststoff unter, ja, das geht natürlich auch. Ja, kann ich machen, das stimmt, das geht, aber mit den Schrauben, habe ich denn was Längeres jetzt hier von der Kamera zum Beispiel? Ja, nicht wirklich länger. Weil die Kamera auseinandergerissen ist, dann noch was Längeres bei, was passen könnte. Entweder sind sie genauso lang oder sie sind, da, die eine hier, die könnte eventuell. Eine, ja, eine hätte ich. Hier, eine. Vielleicht noch eine zweite? Ja, eine zweite hätte ich auch noch. Ja, meine ich ja, Abstandshalterdrucken, das wäre noch, das ist nicht das Problem, das kriege ich hin. Es geht ja um die Schrauben, wenn ich dann noch solche Schrauben habe. Also eine dritte hätte ich auch noch. Eine vierte Schraube noch. Im ganzen Gewühlstier muss nur noch eine Schraube, bitte eine Schraube davon.
noch eine Schraube davon? Nur eine Schraube? Nee. Verdammt, ey. Also immer dasselbe. Du hast alles, aber nie in ausreichender Menge. Es ist immer dasselbe. Ah, doch, ich hab 4 Schrauben. Wunderbar. Da, das sieht passenderweise aus. Da sind 3 Stück dran. 4 Stück sogar. Das passt. So. Ab damit. Viel brauche ich nicht. Solange das reicht. So. Ground. Wir sind die. Blau ist TX. Das ist RX. So. So. Sieht ja gar nichts. So. Jetzt könnt ihr aber gucken. So. Kommt ja so, ne? Dann muss ich das auf die Seite legen. So, dann kommt der RX auf TX. Komm her, fünf da. So. Und der TX auf RX. Ja, ist gekreuzt. So. Haben wir das gelötet. Haben wir das da dran. Und dann kommt das da so drauf. So, aber bevor wir das tun, werden wir überall die Schrauben durchschieben. Das Scheibchen drauf schieben. Gucken, dass wir auch alle Scheibchen haben. Jetzt können wir das da drauf schrauben. Einmal, zwei.
dreimal, dreimal, viermal. Und das sieht aus wie original. Fast. Ja gut, die Platine ist hier an einer Stelle ein bisschen breiter. Sieht fast aus wie original, so wie es gewollt ist. Kaum ein Unterschied zu erkennen, als wenn das da nichts gebastelt wurde. So, das ist die Software, das ist das Dingens. So, dann... Kriege ich das Ding mal Strom von mir mit USB. Ja, alles liegt hier auf dem Weg. So, da kommt. So, dann startet er. So. Das machen wir da einmal an. Aktualisieren. COM4 Connect. Es hat hingehauen. Es haut hin. Kann ich jetzt... Ich kann. Es funktioniert. Komm, da ist noch ein Meter Kabel dran, ne? So, nochmal. Nächste Seite, die Seite, nächste Seite, nächste Seite. Hier, ich klicke oben und er verstellt sich. Das ist doch genial. Das ist doch einfach nur genial. Es funktioniert. Ich habe eine COM-Verbindung an den PC-Kabel gebunden. Rotate-Screen, ja. Funktioniert auch. Nächste. So. Eins ist da irgendwo. Clear Data. Macht da auch. Es funktioniert. Was will ich mehr? Wunderbar. Mein Selbstbau funktioniert und mehr wollte ich nicht. Und ihr konntet dabei zugucken. Und das Ding sieht fast aus wie original. Und jetzt kommen irgendwelche Chinesen, die das gesehen haben und bauen das nach. Glauben wir meine Idee. Wetten? Da kommt bestimmt irgendwann demnächst, so in den nächsten anderthalb Jahren, die Dinger mit USB-Seriell-Verbindung und nicht auf Bluetooth. Bluetooth wegen Android-PC, Android-Handy, weil das da ja auch funktioniert. Aber PC mit Bluetooth, nicht jeder PC hat Bluetooth, aber USB in dem Sinne. Oder die machen es mit WLAN, wer weiß. So, also, das hat hingehauen. Das Projekt lag schon länger da, das lag jetzt hier schon. Seit ich mir meinen Drucker hier abgeschmiert habe, kaputt gemacht habe. Seitdem lag das Projekt ja auf Eis bis heute. Und jetzt funktioniert's. Gut, dann danke ich für das Zugucken. Ich mache nämlich jetzt Feierabend. Also, der hat jetzt eine serielle USB-Verbindung. Wunderbar. Dann sehen wir uns beim, weiß ich nicht, wenn ich das Mikroskop hier soweit fertig habe, sehen wir dann vielleicht da wieder im Video. Mal gucken, ich weiß auch nicht, vielleicht gucke ich auch noch mal wegen dem Klärkasten von der Kamera, vielleicht kriege ich den noch zum Laufen, wer weiß, vielleicht, kann ich ja nicht sagen.
aber möglich wäre es. Und dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.